Ja, wollen wir mit den gleichen Me Nein, ist okay. Klar. Ich hau jetzt mal die höchsten erstmal rein, um zu schauen, ob das passt. Also wir können immerhin volle Lanze quasi hinhauen. Wer für welche Mech? Das sind, glaube ich, die schwersten, die wir haben. Da ich keine Ahnung habe. Gib mir einfach das, was mir passt. Du hast viel Ballistik, dann passt das. Mach's aber nicht kaputt. Ich soll was kaputt machen? Den Mech bitte nicht. Was ist das jetzt für eine Art Mission? Assassination. Dummerweise sind die anderen Maschinen noch nicht repariert. Irgendwie. Ich hatte eigentlich gehofft. Also schnell rein, die Typen töten und schnell wieder abhauen, wa? Ja. Ja, dann. Blackie hat glücklicherweise eine unglaubliche lange Reichweite mit seinen zwei BF-10s. Wir sind recht schnell, wir können schnell zum Evakuierungspunkt. Ja. Wir haben halt die überlegene Geschwindigkeit. Also bleibe ich hinten. Und dafür hast du halt auch die größere Rüstung. Auf der anderen Seite ist der Jägermech generell für seine Gewichtsklasse relativ schwach gerüstet. Ja, vor allem die Arme und die Waffen. Ja. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal bei den 1300 Metern nach, ob sie da sind. Wenn nicht, dann ziehen wir uns relativ schnell zurück. Blackie gibt uns einfach von hinten Feuerschutz. Ja, ich muss noch kurz warten, bis hier aber weggeflogen ist. Du hast leider nur eine Zweier Kurzstreckenrakete statt ein Vierer drin, weil wir keine Vierer mehr hatten. Und auch nirgendwo kaufen konnten. Da kommt ein Schrauber. Irgendwo. Ja. 1000 Waffen. Positive identification on primary. Negative identification on secondaries. Watch your six. Haben wir Glück? Jawohl, wir haben Glück. Ah, ein Phoenix Hawk. Genau, das ist der Plan. Du schaust, dass du den Mech kaputt kriegst und wir halten dir den Kleinkram hier vom Leib. Okay. Stopf, 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 bababababab, stopf, stopf. Sehr gut. Und weg. Oh, das ist doch Tages Beta, Mann. Ah, okay. Dann ist das Dropship hinter uns nicht unseres. Target acquired.
Achtung, Decki, hinter dir ist noch. Au! Sorry! Der ist ausgewichen. Alles hinter mir? Der Kleine? Gewesen, ja. Auch zu Target Beta. Und so wie Blackie aussieht, muss er sich ein bisschen zurückhalten. Ja. Okay, ich bleib jetzt weiter hinten. Also, wenn wir dann da sind. Verdammt. Ja, Mörder mich. Schön, schön. Ach, der war noch hier 10. Komm, ich will hier weg. Ah, supi. Nein, warum dreht er den Torso wieder? Ich hasse es. Jetzt habe ich natürlich einen roten Zentertorso. Da ist die Basis. Ja, das hier war halt nur ein Zwischengeplänkel. Wir können hier durchrennen, oder? Durch diese Berge? Ja. Müsste eigentlich funktionieren. Wart mal da oben. Oh, das ist ganz schön. Ob da der Jägermeck durchkommt hier? Ich weiß es nicht. Das ist ja schon für mich sehr schwer. Nochmal. Also da unten. Sollen wir runter oder nicht hier? Ist das ein Weg oder ist es einfach nur runterfallen? Oh oh. Jetzt hängt. Okay, andere Richtung. Das funktioniert so nicht. Rutsche. Du hast wenigstens Sprungdüsen, um es abzuhalten. Normalerweise alle anderen Mechs hier sind nicht sprungfähig. Bin ich alleine? Oh. Halt dich einfach bedeckt. Target identified, Commander. Put them down. Okay. Volle Geschwindigkeit. Habe ich schon erwähnt, dass ich relativ selten sprungfähige Mechs baue? Ja, ich springe auch nicht so wirklich so herum. Weil die nehmen auch ganz viel Gewicht weg. Ja. Aber wenn halt Max Panzerung draufhängt und immer noch Platz ist, dann naja, warum nicht? Ja, gut, dann. Und der Jenner hat das Glück. Da kann man auch nicht viel machen, dann mehr, wenn schon alles voll ist. Richtig. Der ist direkt hier oder was? Ah, hier links. Hinter diesem Berg da. Ja. Ich schau mal, was das ist. Ja, mach das. Oh, ich bin fest. Achtung, ist hier ist direkt Crap. Schon. Das ist eine Crap. Crap sind schön und nichts. Geh mal weg da von meinen Füßen! Target destroyed. Jo. Jo. Das war er. Aua, was schießt das denn schon mal an? Ah, der kommt auf uns zu. Das ist gut. Dann lass ihn kommen. Verdammt. Über uns ein Hubschrauber. Scout. So.
Ja, oder? Das ist schlecht. Das soll nicht abhauen. Ich mache hier ein paar Türme kaputt. Ja. Das ist, glaube ich, die beste Variante. Weil das ganze Beiwerk hier weghauen. Ich hau am besten auf die Crab drauf. Wir kümmern uns um den Rest. Okay. Wir kümmern uns jetzt auch um die Crab. Ehrlicherweise, wenn wir die Crab kriegen, würde ich sogar auf meinen Jägermech verzichten und auf die Crab umsteigen. Ich mag den Mech einfach. Der hat auch zwei schwere Laserplätze. Yep. Genau deswegen. Und die sind schon ziemlich geil, finde ich. Da habe ich mal in Battletech eine Crab gebaut mit... Ja, da schieße ich auf die Beine, wa? Ja. So, auf die Beine, ja. Nach Möglichkeit, ja. Ich kümmere mich mal um die neuen Besucher hier. We got one, Commander. Jawohl. Good job. Wir haben. Ich kann auch. 800 Meter, ich renne da durch. Ja. That bounty is ours. Fahad will break open a case of Timbiki Doric when you get back to the ship safely. Target. Wie gesagt, habe ich meine Crab in Battletech gebaut. Die hatte zwei Pulslaser drin, zwei Large. Und ich glaube noch zwei Medium Laser, aber dank Rogue Tech Mod und ein Double Heatsink Pack war das Ding trotzdem so kühl wie. Wie es halt nur sein kann. Ich hoffe, die machen später einen Patch rein, dass die ein bisschen mehr, wir nicht so zu sehr vorgegebene Plätze. Weil ich habe nur ein Crab, also mit zwei Large Lasers und zwei Medium. Sonst habe ich keinen gefunden, der noch PPCs und so haben könnte. Weil das zu schwer ist anscheinend oder zu, weiß ich nicht. Okay, leider kann ich nur 12 Salvage-Punkte mitnehmen. Der Phoenix Hawk kostet 13. Ja, das ist wirklich schade, dass da tatsächlich die ganzen Sachen nicht so optimal sind. Also, dass du den ganzen Quatsch nicht so umbauen kannst, wie du es haben möchtest, eigentlich. Weil es einfach zu wenig Hardpoints gibt. Ja. Ich meine, gut, dass du jetzt keine AC-20 an die Heuschrecke baust, ist okay. Ja, klar. Das passiert das, ja auch gewichtstechnisch nicht. Man kann ja auch innerhalb des Gewichts bleiben und so, ne? Also, ja. Oh, wow, ich glaube, ich habe ausgeteilt. Ja, und einen Arm verloren. Aber ich habe ausgeteilt. Das stimmt. Ich habe den Arm genommen und jemanden damit verprügelt. Ja, da schauen wir mal. AC5 Burstfires sind es tatsächlich nur. Bin mal kurz ein paar Sekunden weg. Ja, kein Stress. Ich muss jetzt eh erstmal reparieren. Zum Glück habe ich noch Tausende von den, also haben wir noch Tausende von den AC5 Burstfires. Von daher ist das jetzt auch nicht so schlimm. Tauschen wir die mal um. Der Jenner, der braucht wenigstens. Javelin braucht nur repariert werden. Der Jenner auch nur, das ist gut. Den Centurion A. Na gut. Da kommen die ganzen Dinger, die kaputt sind. AC10 Burstfire. Da ist leider nur eine Standard Burstfire übrig. Aber maximal reparieren geht.
Das Ding hier hat auch eine SRM verloren, das ist schade. Man kann jetzt noch eine Dings mit rein. Wieder da. WB. WB. Danke. Ja, dann füllen wir halt den Rest mit Rüstung auf. Was? Warum? Warum war der nicht vollgerüstet, der Dings? Oder gibt es hier vielleicht... Nein, es gibt hier natürlich keine Raketenwerfer zu kaufen. Wäre auch zu einfach. Der Enforcer. Der Enforcer hat sogar noch alle Waffen dran. Stimmt, die haben ja nur den Zentator so rausgeschossen. Der Javelin mit Doppel-SRMs. Also mit den beiden also mit zwei SRM-6er. Dummerweise aber auch nur mit SRMs. Ihn auf jeden Fall schon mal als Ersatzmech behalten. Und was hast du hier? Eine SRM4 und ein Medium Laser. Medium Energy Slot leider nur. So. Hey, wir haben einen intakten Mech aktuell. Oh, schön. Es ist der Heuschreck. Heute dauert ja nur 5 Tage. Richtig. So, wir haben hier theoretisch noch eine Doppelmission. Ja. Toll. Wollen wir die machen oder wollen wir weiterfliegen? Darfst du entscheiden mal? Ja, weiß ich nicht. Weil wir könnten demnächst ins Ruf 6 Gebiet reinkommen, wenn wir wollen. Da gibt es dann auch zumindest eine High Reward Quest, 2 Stück. Aber dann... Oh, na toll. Ja komm, dann fliegen wir weiter ins Ding 6, also ins 6er Quest, weil da brauchen wir 27 Tage, bis wir da sind. Bis dahin ist, glaube ich, genügend von dem Zeug repariert.